zu Hause. Der HSV muss also mindestens 3:0 gewinnen, um weiterzukommen. Ein 3:1 zum Beispiel genügt nicht. Und sollte die Partie 2:0 nach 90 Minuten enden, ist eine Verlängerung von 2x15 Minuten erforderlich. Fallen in dieser Zeit keine weiteren Tore, findet ein Elfmeterschießen statt. Wir hoffen zwar auf ein spannendes Spiel, aber nun ja, so spannend ist es ja auch gerade nicht wieder werden. Ja, die Mannschaften, die Aufstellung, hier haben wir den Hamburger Sportverein mit Karus im Tor, Kalcidien, Nogli und Buljan. Also der Jugoslawe doch dabei als Vorstopper. Dafür rückt Jakobs, der bisher dieser Position spielte, ins Mittelfeld. Zusammen mit Kiegen und Memering und Mackert und im Sturm Rubisch, Reimann und Memering. Wie gesagt, ein taktischer Linksaußen, aber der wahrscheinlich mehr aus dem Mittelfeld kommen wird. Real Madrid fast genau in der gleichen Besetzung wie vor 14 Tagen. Nur mit einer einzigen Änderung, die Nummer 5. Benito ist dabei, der damals gesperrt war, weil er 4 gelbe Karten hatte. Damals spielte Sabido gegen Rubisch als Vorstopper. Hier haben wir die Schiedsrichter, ein italienisches Gespann, Alberto Michelotti aus Rom. Und Sie kennen ihn vielleicht, wenn Sie das Spiel Wales-Deutschland gesehen haben. Das leitete er damals und er ist ein italienischer Schiedsrichter, der auch eine Portion Härte akzeptiert. Ganz in Blau, in Dunkelblau, Real Madrid. Der HSV eigentlich in seinen Traditionsfarben, weißes Hemd und rote Hosen. Gute äußere Bedingungen, allerdings keine einwandfreien Bodenverhältnisse. Der Rasen des Volksparkstadion stand ja oft schon im Zeichen der Kritik. So erneut auch gestern Abend, als Real hier trainierte und böse Dinge über den Grassandbelag losließ. Der HSV zeigt eine schwache, ja, man kann ruhig sagen, blamable Leistung in Madrid. Viele von Ihnen werden sich daran wohl noch erinnern. Die Hamburger müssen jetzt gleich eine große Leistung bringen. Sie müssen angreifen, Tempo machen, Chancen herausspielen und sie eiskalt nutzen. Ein frühes Tor ist wichtig, um die Moral zu stärken und den Gegner nervös zu machen. Ein Gegner, der eigentlich auch in der Offensive besser aussieht, der hier aber sicherlich defensiv spielt. Die Mann um den überragenden Libero Piri, der jetzt bei der Seitenwahl steht, ist der Kapitän, stellen sich wohl auf einen Abwehrkampf ein. Bei allem Offensivdrang darf aber der HSV die Deckung nicht allzu leichtfertig öffnen. Die sehr schnellen Außen Cunningham und Juanito und der brandgefährliche Mittelstürmer Santillana nutzen jede Chance zum Konter. Ihre Leistungen und ihr Können sind allen, die das Hinspiel sahen, noch in bester Erinnerung. Voraussetzungen für ein gutes Fußballspiel sind durch das Resultat von 2:0 für Real gegeben. Hoffen wir, dass die Akteure uns den Gefallen machen, damit die nächsten 90 oder 120 Minuten nie langweilig werden mögen. Viel Beifall, viel Anforderungsrufe von den Rängen. Stellen wir die Uhr. Schiedsrichter schaut noch einmal auf seine Partner an den Linien. Rubisch, Kiegen, im Hintergrund Kalz. Und das Spiel ist angepfiffen. Hidien. Magat, der Kapitän. Nogli. Erste große Möglichkeit für die Nummer 6 Jakobs. Hier haben wir ihn. Wie gesagt, heute im Mittelfeld, sicherlich mit einer zusätzlichen taktischen Aufgabe betraut. Warten wir ab, was er da soll, was er vorhat. Er steht im Moment bei Stielicke. Buljan. Lange verletzt. Nogli.
Kiegen gegen Camacho. Aber bei ihm steht wieder Garcia, der Blonde, der kleine Spieler, der genauso groß ist wie Kiegen scheint es, der ihn ja auch in Madrid fast zudeckte und ihn zur Bedeutungslosigkeit degradierte. Nemerink auf der rechten Seite mit Kals gegen Piri vorbei. Fußabwehr. Jakobs. Und? Nein, kein Tor. Der Linienrichter hat abseits entschieden. Und der Schiedsrichter hat angenommen. Diskussion zwar. Aber der HSV sollte das akzeptieren, sollte fair sein. Hier noch einmal die Wiederholung. Kals. Und auch in der Zeitlupe sieht man, dass die beiden Spieler vom HSV im Abseits standen. 0:0. Juanito. Magat. Wie erwartet, die Real-Mannschaft sehr defensiv, alle in der eigenen Hälfte zurzeit. Cunningham stoppt Kals. Foulspiel von Jakobs. Er kann von Glück reden, dass es keine gelbe Karte gab. Magat gegen Juanito, ein Außenstürmer. Beide Außen wechseln sehr gerne die Position. Cunningham wieder vorbei an Kals. Piri, der kann schießen auch aus dieser Distanz. Ein exzellenter Libero, ein hervorragender Mannschaftskapitän, der heute sein 75. Europapokalspiel macht. Er war auch in der Mannschaft, die zuletzt für Real Madrid einen Europacup gewann. Kiegen geht hinein gegen Garcia. Rubisch. Ich glaube, da war vorher gepfiffen worden. Hier noch einmal die Wiederholung. Mal sehen, ob da eine Unkorrektheit im Spiel war. Kiegen? Eigentlich nicht. Aber es müsste eine Ecke danach geben, denn der Realspieler hatte den Ball zuletzt berührt. Nun ja, das Spiel geht weiter. Camacho, Piri. Kiegen, unheimlich einsatzfreudig. Und ist das zu fassen? Sehr schöne Leistung vom HSV in diesen Anfangsminuten. Die erwartete Offensive, der Drang zum Tor. Alles stimmt. Julian. Kiegen. Garcia immer bei ihm. Memering. Cunningham. Der Engländer von West Bromwich. Und Jakobs. Memering. Erster Eckstoß. Ein
Willi Reimann. Ja, Jakobs hat also die Aufgabe, im Mittelfeld Stielige zu bewachen, einzuengen, ihn nicht das Spiel machen zu lassen. Magath. Foulspiel von der Nummer 7, Juanito. Auch das war Angriff auf den Mann, auch das hätte man mit einer gelben Karte ahnen müssen. Aber was drüben nicht geschah, soll hier auch nicht geschehen, meint der Schiedsrichter. Hat eine großzügige Art. Ich sagte, wir kennen ihn aus der Begegnung Wales-Deutschland und auch da hat er das Spiel laufen lassen. Memmering. Jakobs war das, der sich wohl mit Rubisch behinderte. Nein, er hat nicht genau getroffen. Cunningham, schnell ist er. Aber im Abschluss da mangelt es, das haben wir auch schon beim ersten Spiel feststellen können. Schnell, trickreich, eleganter Spieler, aber ihm fehlt halt doch der harte Schuss. Dichtes Mittelfeld bei Madrid. Man will das, die Zone vor dem Tor eng machen, den HSV nicht ins Spiel kommen lassen. Der HSV musste eben versuchen, über die Außen zu kommen und im Sturm die Position zu wechseln, die Abwehrspieler mitzuziehen. Es ist ja bekannt, dass Real mit einer Manndeckung spielt, dass sie mit ihrem Spieler mitgehen und nur so kann man Lücken reißen für die nachfolgende Mittelfeldreihe und eventuell Chancen herausholen. Memmering. Kiegen. Elfmeter, nein. Oh je. Bei allem Engagement, meine Damen und Herren, meine ich, dass dies kein Elfmeter war. Schauen Sie selbst. Der Angriff von Garcia galt dem Ball und nicht dem Gegner. Es gibt einen Strafstoß für den Hamburger Sportverein in der 10. Spielminute. Kiegen am Boden, aber auch das mag Taktik sein, er wird sich gleich wieder erheben, weiterspielen. Wer wird schießen? Kaltz macht sich da bereit, Memmering geht in die Mitte. Ich glaube, Kaltz wird schießen. Es steht also zusammenaddiert jetzt 2:1 für Real Madrid. Tor durch Manfred Kals durch einen Strafstoß, hier die Wiederholung. Angetäuscht und verladen den Torwart, wie es so schön heißt. 10. Minute. Eine harte Entscheidung. Man wird sicherlich noch lange darüber diskutieren, aber wir wollen das Spiel weiter verfolgen. Ich habe meine Meinung dazu gesagt.
Del Bosque war das, der dieses Foul beging. Der 29-Jährige, der sicherlich eine wichtige Funktion heute hat. Er soll das Spiel von Real langsam machen. Er ist der Routinier, er ist der Techniker in der Mannschaft. Aber im Moment kann man gegen diesen stürmenden HSV nichts ausrichten. Er hat klar das Kommando. Juanito. Muss man eng decken, darf man nicht so viel Spielraum geben. Angel mit der Nummer 8. Tiegen, Rubisch, großer Einsatz. Und Piri. Sehr schöner Pass in den freien Raum. Und Santillana, die Nummer 9. Brandgefährlich, ich sagte es. Den darf man nicht aus den Augen verlieren. Und das sollte halt auch sein Gegenspieler nicht tun. Nogli ist es. Oha. Auf der Linie ist er klasse. Da ist er sicherlich der Beste. Aber im Herauslaufen, Sie wissen es, er hat Rudi Cargo Schwächen. Gideon. Nogli. Magat. Kaltz hat freie Bahn. Santillana läuft hinter ihm her. Aber jetzt müsste die Flanke kommen. Grube steht bereit. Zu weit auf den zweiten Posten. Als Vorteil. Und Kaltz. Tja, vielleicht sehen wir die Szene noch einmal. Auch das war sicherlich kein Strafstoß. Na, schon eher als der andere. Aber das Spiel geht weiter. Foulspiel von Magath. Freistoß für Real. Nicht gegeben. Vorteil. Keegan. Oh. Der Ball hatte schon die Latte berührt und im Nachsetzen war Reimann da, aber hat es nicht geschafft. Hier noch einmal. Schnell die Wiederholung, denn der HSV greift schon wieder an. Und jetzt Reimann. Und Garcia Raymond, der Torhüter, hat er aufgepasst. Cunningham. Eine Viertelstunde gespielt, 1:0 führt der HSV im Rückspiel. Durch einen Elfmeter, den Kaltz verwandelte. Und Memmering.
Rechts, jawohl, da steht Kals. Und Reimann. Und Rubisch. Tor! Schönes Tor! Endlich trifft er wieder, wird er sagen. 16. Minute, der HSV hat ausgeglichen. 2:0 führt er. Und damit die Partie 2:2, meine Damen und Herren. Ach, ist das eine Spannung und sagen Sie selbst, ein wunderbares Tor von Kals eingeleitet. Reimann gibt herein und Rubisch. Unhaltbar für den spanischen Schlussmann. Jetzt ist alles wieder drin. Der HSV muss weiter stürmen, muss weiter Tore schießen. Kals. Cunningham. Ja, man muss ihn früh stören, genau wie Juanito. Man darf ihn nicht den Ball annehmen lassen. Wenn er auf den Gegner zuläuft, ist er unberechenbar. Ein Haken und er ist vorbei. Wer anders als Santillana, der 27-jährige Mittelstürmer von Real Madrid, hier die Wiederholung. Trotz der langen Kerls des HSV kam er heran, aber Rudi Cargus passte auf. Zweimal war er in Madrid erfolgreich. 20-mal in der laufenden Meisterschaft, er ist der gefährlichste Stürmer der Spanier überhaupt. Jakob. Angel auf Juanito, Hidien dazwischen. Rubisch. Kals hat heute mehr Raum, mehr Platz zum Spielen als in Madrid. Aber die Mannschaft ist ja auch völlig anders motiviert. Jeder ist heute um eine Klasse besser als vor 14 Tagen. Cunningham. Jakobs. Reimann gegen Piri. Es gibt den zweiten Eckstoß. Ich weiß nicht, ob es über die Mikrofone zu Ihnen nach Hause ins Wohnzimmer kommt. Übertragen wird die Stimmung dieses Spiels von den Rängen. Der Jubel, der Beifall, die Anfeuerung. Stielicke, Santillana, weit zurückhängend, Juanito, Buljan. Sicherlich eine Bereicherung für den HSV, dass der Jugoslawe wieder gesund ist, dass er heute mitspielt. Leider nicht dabei, Jimmy Hartwig, der Meniskus operiert wurde, der heute nur im Krankenhaus am Fernsehschirm zuschauen kann, aber sich sicherlich mitfreut und sei gestattet, von hier aus ihm gute Besserung zu wünschen, dass er bald wieder dabei sein kann. Keegan. Beifall auf offener Szene, aber dann ein schlechtes Abspiel.
Tempo machen. Guljan wagt sich zum ersten Mal über die Limitlinie. Er hatte den Auftrag, hinten zu bleiben, abzusichern. Memmering macht ein gutes Spiel auf der linken Seite. Tja, das kann passieren. Foulspiel von der Nummer 8, Angel. Es gibt keine Karte, keine Ermahnung. Der HSV sollte sich auch nicht aufregen darüber. Memmering. Kiegen war im Abseits. Spannung auch auf den Bänken bei den Trainern. Sicherlich schon eine Erleichterung, eine Beruhigung, dass man ausgeglichen hat, dass es 2:2 mittlerweile steht im Gesamtergebnis. Del Bosque. Piri. Reimann dazwischen. Nein. Camacho. Sehr großzügig, der Schiedsrichter. Aber das gefällt mir. Er lässt das Spiel laufen. Und übermäßige Härte ist ja nicht drin. Hat keinen Grund, da besonders einzuschalten. Keegan, Garcia immer bei ihm, aber er kann sich wesentlich besser in Szene setzen. Ja, aufgestützt von Rubisch, richtig gesehen, richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, warum Madrid verzögert. Will man dadurch den Gegner nervös machen, ihn aus dem Schwung bringen, aus dem Rhythmus, wie es so schön heißt. Angel. Oh, Cunningham. Sehen Sie, wenn er den Ball hat, dann ist er brandgefährlich. An die Latte, Juanito. Angreifen. Cargos. Oh, indirekter Freistoß im 16-Meter-Raum, zu hoher Fuß, richtige Entscheidung. Hier haben wir den Engländer Cunningham, den 23-Jährigen, im Dress von Real Madrid, an die Querlatte und gleich noch einmal die gute Chance für Real. Juanito, Rudi Cargos und die Nummer 4 war es, Nogli. Hoher Fuß, indirekter Freistoß, gefährliches Spiel. Juanito steht da, aber Piri, ein brandgefährlicher Mann, ein Schütze wie früher Rainer Bonhoff. Keegan war der Retter. Rubisch. Und es gibt einen Eckstoß. Und die Ecken von Real Madrid, die kennen Sie vielleicht noch aus dem Hinspiel, stark angeschnitten. Von drüben schießt Juanito, von der anderen Seite Cunningham. Und da hatte ja der Hamburger Torhüter seine Probleme mit. Mal sehen, wie er heute disponiert ist. Stark angeschnitten sind sie auf jeden Fall. Da kommt er rein. Mit einer Faust, aber der Ball ist weg. Und Beifall für ihn. Die Hamburger wissen, welche besonderen Probleme ihr Torwart mit diesen Bällen hat.
Jakobs. Drüben geht Kalt in Position, aber keiner hat ihn gesehen. Hidien. Kiegen. Ball bei Maus. Kevin Kiegen, der mir heute gut gefällt, stark spielt, sich überall anbietet, links und rechts, auch wenn er messerscharf bewacht wird. Er macht vorne im Mittelfeld das Spiel des HSV. Cunningham. Aus. Ja, vorne muss man sich bewegen. Da muss man den hinteren Spielern die Möglichkeit geben, Anspielpartner zu finden. Aber die erste halbe Stunde, die jetzt gleich gespielt ist, hat natürlich geschlaucht, hat Kraft gekostet. Sie haben mitverfolgen können, welches hohes Tempo der HSV gegangen ist, gehen musste, um zu diesem Resultat zu kommen. So, jetzt gibt es doch die erste Karte im Spiel wegen Verzögerung. Laube an den Torhüter Garcia Raymond. Es gibt eine Unterbrechung, die Real Spieler, die Mannschaft will auswechseln, der neue Torhüter kommt herein. Miguel Angel, González Angel heißt es natürlich im Spanischen. Der Ersatztorhüter. Garcia Raymond, der das Spielfeld verlässt, scheint angeschlagen. Vielleicht ist er auch nur ein bisschen entnervt durch die beiden Tore. Nun ja. Der Ersatztorwart ist natürlich kein Ersatztorwart. Er hat lange Zeit auch in der ersten Mannschaft gespielt. Und der jugoslawische Trainer von Real Madrid stellt immer nach Form auf. So unerfahren ist der neue Mann nicht. Camacho, erfolgt von Willi Reimann. Oh, Tor. Fehler des Torhüters, meine ich. Wir werden das in der Wiederholung gleich sehen. Jetzt ist hier die Wiederholung erstmal abwarten. Camacho, viel Raum, Reimann greift ihn nicht an, kann ungehindert flanken. Jetzt kommt Rudi Cargus, greift vorbei. Schlechtes Timing. Cunningham elegant über die Spieler vom HSV hinweggehoben. Es steht 1:2 in der 30. Minute. Tja, jetzt ist Real also wieder im Endspiel. Aber der HSV hat noch eine Stunde Zeit. Auf alle Fälle wird es keine Verlängerung geben. Hidien. Magath. Es gibt Freistoß für den HSV. Jetzt muss der HSV 4:1 spielen. Also zwei Tore noch mehr schießen, um ins Endspiel zu kommen. 3:1, das reicht nicht.
Schöne Aktion von Horst Rubisch, aber eine ebenso gute Aktion und Leistung des neuen Torhüters. Noch einmal der Freistoß von Magath. Der Kopfball von Rubisch. Und im Strafraum von Madrid bereits wieder der HSV durch Kiegen. Es gibt einen Eckstoß, den zweiten in diesem Spiel für den Hamburger Sportverein. Bullion. Tja, Real Madrid hat es noch einmal spannend, sehr spannend gemacht. Kann der HSV das noch einmal packen? Ist er so motiviert? Hat er die Moral, jetzt noch einmal alles zu geben? Santillana, Cunningham. Julian macht das Spiel wieder schnell oder will es schnell machen, aber ein schlechter Pass auf Juanito und abseits von Cunningham. Jetzt die Totale sehen würden. Der HSV postiert sich links und ganz rechts ist frei. Man lässt den Raum für Kals, wenn er käme, der lange Pass, aber man spielt über links, über Memmering. Das ist auch eine richtige Entscheidung, meine ich. Und da gibt es eine gelbe Karte für Kevin Keegan, weil er protestierte gegen die Entscheidung des Schiedsrichters. Er meinte, der HSV hätte Einwurf, aber Memmering hatte schon gefoult und das war richtig, was der Schiedsrichter da anzeigte. Keine Spielereien in der Abwehr. Jetzt muss genauso energisch und druckvoll gespielt werden wie in den Anfangsminuten. Und Jakobs versucht es. Aber nicht durch die Mitte. Rechts ist frei. Viel zu spät kommt der Ball. Camacho.
Juanito ist links und rechts. Ja, und Kalt sollte nicht protestieren, sondern soll weiterspielen. Entscheiden tut nicht er, sondern der Schiedsrichter, dafür ist er da. Minuten in der ersten Halbzeit. 2:1 das Resultat für den Hamburger Sportverein. Magac. Keegan. Aber da wird es eng. Sehr eng. Und Piri hat seine Abwehr mittlerweile gut im Griff. Nugli. Juanito. Und Achtung! Gut gemacht von Bullion. Es gibt einen erneuten Eckstoß für Real Madrid. Der zweite in diesem Spiel. Etwas ruhiger geworden hier im Stadion. Der Gegentreffer hat viele enttäuscht. Man glaubt nicht so recht, dass der HSV jetzt noch zweimal treffen wird. Aber warten wir ab. Nogli sollte abspielen. Reimann. Kalt steht. Dicht das Mittelfeld. Viel zu eng. Memmering. Rubisch. Hidien. Hidien. Aus dem Hinterhalt Kalt. Manfred Kalt. Erzielt das 3:1 in der 40. Minute. Ach, ist hier eine Dramatik. Ist hier eine Stimmung. Und jetzt der Aufsetzer. Unhaltbar, so scheint es für Miguel Angel, dem neuen Mann im Tor von Real Madrid. Und schon wieder auf der Gegenseite Cunningham und Bullion klärt zur dritten Ecke. ...3:1... das lässt wieder hoffen. Bei 4:1... ist der HSV weiter. Bei 3:1 Real Madrid. Denn auswärts erzielte Tore zählen doppelt, aber nur bei Tor- und Punktgleichheit. Toll gemacht von Rudi Cargos und ein böses Foul eben von einem Spieler, ich glaube es war die Nummer 6 von Del Bosque. Wir werden es sicherlich gleich noch einmal in der Wiederholung sehen. Eine unfaire Aktion, den Torhüter im 5-Meter-Raum anzugreifen, wenn er den Ball schon unter Kontrolle hat. Hier gleich noch einmal die Szene. Hier ist noch einmal Stielicke, die Abwehr von Rudi Cargos. Und hier hat er den Ball unter Kontrolle und vielleicht geht die Zeitlupe noch ein Stück weiter. Leider nicht. So, ich glaube, es gab eine Karte für Del Bos. Das konnte ich in dieser Aufregung, in diesem Durcheinander nicht sehen, aber wir werden das in der Halbzeit versuchen
zu erkunden. Foulspiel von Benito an Rubisch. Ja, der Rubisch geht da ganz schön rein. Er ist der Brecher. Aber ein Mittelstürmer hat ja diese Aufgabe. Und er löst sie richtig und gut. Es gibt keinen Einwurf, sondern eine Abseitsstellung wurde angezeigt von dem italienischen Linienrichter. Piri. Zwei Minuten noch. Magath. Memmering. Keegan gegen Garcia. Und es gibt noch kurz vor der Halbzeit einen Eckstoß, den vierten. Anfeuerungsrufe für Willi Reimann, der jetzt diesen Ball hereingeben wird. Welch ein Durcheinander, welch ein Spiel im Strafraum. Natürlich etwas zu hektisch, zu überhastet, aber da spielt auch der Wille, die Begeisterung mit. Abgewehrt vom Torhüter mit Hilfe der Latte. Und rechts muss der Ball kommen. Zu kalt, freie Fahrt. Hat ihn bekommen. Piri kommt heraus, aber Juanito ist bei ihm. Nein, ich glaube auch nicht, dass der Gegner da Schuld hatte. Jakobs, Buljan. Vielleicht die letzte Chance, der letzte Angriff. Er kämpft, er arbeitet, er rackert, er schießt, er setzt sich ein. Ein Horst Rubisch, ein Mittelstürmer, so ist er wertvoll für den HSV und auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja, es wird etwas nachgespielt in dieser ersten Halbzeit und es gibt zu Recht einen Freistoß, den die Nummer 6 Del Bosque getreten wird. Und aufgepasst. Keegan hat aufgepasst, weit zurückgekommen. Camacho. Jakobs. Reimann, Kaltz könnte allein gehen, Keegan, Memmering, und Tor! 45. oder nach meiner Uhr bereits die 46. Minute und Horst Rubisch ist erneut zur Stelle. 4:1 und welche Begeisterung! Welche Stimmung, welcher Jubel, wildfremde Menschen im Stadion fallen sich um den Hals. Und ich kann mir denken, auch Sie, meine Damen und Herren, werden mitgerissen sein von dieser Begeisterung, von diesem Spiel des deutschen Meisters Hamburger SV, der in diesem Moment bereits im Endspiel wäre, wenn nicht noch 45 Minuten zu spielen sind. 4:1 führt der Hamburger Sportverein.
weiß nicht, warum so lange nachgespielt wird in der ersten Hälfte. Es gab einige Verzögerungen, aber so lang kann es nicht gewesen sein. Da wird zur Halbzeit gepfiffen. 4:1. Mit diesem Resultat hat wohl in den ersten 45 Minuten niemand gerechnet. Wir dürfen gespannt sein, was in den zweiten 45 Minuten passiert. Wir werden uns in jedem Fall rechtzeitig wieder hier aus dem Hamburger Volksparkstadion melden. Zunächst darf ich abgeben zur Tagesschau. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem Nein der Politiker in Bonn zu den Olympischen Spielen in Moskau hat nun das letzte Wort der Sport. Es wird am 15. Mai erwartet, wenn die Vollversammlung des Nationalen Olympischen Komitees tagt. Bundesregierung und Bundestag haben heute dem NOK empfohlen, nach Moskau keine Mannschaft oder einzelne Sportler zu schicken. Dieser Empfehlung stimmten 446 Abgeordnete zu, 8 SPD-Politiker lehnten sie ab und 9 Sozialdemokraten enthielten sich. Der SPD-Abgeordnete Conradi erklärte im Namen einer Reihe von Fraktionskollegen, zwar verstehe er die Position der Bundesregierung, befürchte aber, dass ein Boykott die Lösung des Afghanistan-Konflikts erschwere. Den Tag der olympischen Entscheidungen in Bonn fasst Ernst-Dieter Luk zusammen. Als Kanzler und Außenminister heute Morgen zur Kabinettssitzung kamen, war völlig unklar, ob im Parlament Regierungsparteien und Opposition die erwartete Boykottempfehlung an den deutschen Sport gemeinsam unterstützen würden. Doch Helmut Schmidt drängte nach einem Votum auf breitester Front. Gerhard Baum, der Bundesinnenminister, und die Fraktionschefs Wolfgang Mischnick und Herbert Wehner sahen nach interfraktionellen Kontakten durchaus eine Chance für die gemeinsame Entschließung. Währenddessen bereiteten im Kanzleramt die Redenschreiber Schmidts den Auftritt des Regierungschefs vor. Tenor, klare Worte an die Adresse des deutschen Sports. Im Gespräch mit der Oppositionsführung, mit Helmut Kohl und Friedrich Zimmermann, fiel dann die Entscheidung. Gemeinsamkeit geht vor Parteienstreit. Was Bundeskanzler Helmut Schmidt zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, der Sprecher der Opposition, Friedrich Zimmermann, verzichtete später im Bundestag bei seiner vorbereiteten Rede auf jenen Teil, der den Bonner Regierungschef besonders hart und unversöhnlich attackierte. Kurz vor Beginn der Plenardebatte, CDU, CSU, SPD und FDP trommeln ihre Fraktionen zusammen. Bei den Sozialdemokraten stimmt man zur Probe über die Regierungsempfehlung ab. Die Opposition zieht den eigenen Entschließungsantrag zurück zugunsten des Gemeinsamen. Die Debatte kann beginnen. Meine Damen und Herren, am 3. August werden die Olympischen Spiele vorüber sein. Unsere Solidarität mit der amerikanischen Nation, mit unseren anderen Partnernationen innerhalb unseres Bündnisses muss sehr viel länger halten. Der Konflikt zwischen sportlicher Neigung und politischer Einsicht ist für keinen der Betroffenen leicht zu lösen. Die Bundesregierung hat sich ihre Empfehlung heute auch nicht leicht gemacht. Ich vertraue, das Nationale Olympische Komitee für Deutschland wird sich seine Entscheidung gewiss ebenfalls nicht leicht machen. Der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung können erwarten, müssen erwarten, dass das Deutsche Nationale Olympische Komitee der gemeinsamen Empfehlung von Bundesregierung und Bundestag entspricht und die Teilnahme an den Spielen in Moskau beschließt. Wir müssen auch ablehnen, wenn durch die Hintertür Einzelsportler nach Moskau geschickt werden, wie manche in der SPD es propagiert haben, wie die Bundesregierung in ihrem Beschluss es heute klar abgelehnt hat. Es gibt hier keine Zwischenlösungen. Auch nach der Boykottempfehlung der Bundesregierung gab NOK-Präsident Daumel die Hoffnung nicht auf, dass es noch eine Chance für eine Teilnahme deutscher Sportler in Moskau gibt. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte Daumel am Mittag, die Regierung habe dem NOK zugestanden, die endgültige Entscheidung am 15. Mai ohne Androhung von Sanktionen treffen zu können.
Das Internationale Olympische Komitee hat bei seinen dreitägigen Beratungen in Lausanne keine neuen Entscheidungen hinsichtlich der Olympischen Sommerspiele getroffen. IOC-Präsident Kilenin will jetzt nach Moskau zu Staats- und Parteichef Brezhnev und nach Washington zu Präsident Carter fliegen, um in einem letzten Anlauf zu versuchen, die Spiele doch noch zu retten. Französisch-sowjetische Beratungen in Paris. Zu Beginn seines zweitägigen Frankreich-Besuches führte der sowjetische Außenminister Gromyko heute erste Gespräche mit seinem französischen Amtskollegen François Poncet. Zentrales Thema dürfte die Afghanistan-Krise sein. Gromyko, der morgen auch von Staatspräsident Giscard d'Estaing empfangen wird, ist das erste Mitglied der Moskauer Führungsspitze, das nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan in den Westen reiste. Frankreich hatte den Einmarsch scharf verurteilt. Durch verstärkte Kontakte zum Ostblock versucht der Iran, die westlichen Wirtschaftssanktionen zu unterlaufen. Zurzeit verhandelt Teheran mit der Sowjetunion über einen Ausbau des Handels und der Verkehrswege. Ihre Öllieferungen nach Rumänien wollen die Iraner mehr als verdoppeln. Mit der DDR wurde heute eine Vereinbarung über die Entwicklung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen unterzeichnet. Ungeachtet der Drohung des Iran, dem Westen den Ölhahn zuzudrehen, wird die Ölversorgung der Bundesrepublik Deutschland in Bonn weiter als gut bezeichnet. Die Reserven sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in jüngster Zeit aufgestockt worden und reichen jetzt 127 Tage. Hinzu kommen große Bestände in den Heizöltanks der Privatverbraucher. Insgesamt ist der Ölverbrauch von Januar bis März gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres um 8% gesunken. Bei leichtem Heizöl sogar um 15%. Das sei nicht nur auf den milden Winter zurückzuführen, sondern vor allem auf Sparsamkeit. Weitere Einsparungen verspricht sich die Regierung von einer Reihe von Gesetzesänderungen, die der Bundestag heute einmütig beschlossen hat. So sollen künftig die Heizkosten für alle Wohnungen und gewerblich genutzten Räume nach dem tatsächlichen Verbrauch und nicht mehr nach der Quadratmeterzahl abgerechnet werden. Für die Umstellung der Abrechnungen werden 5 bis 7 Jahre zur Verfügung stehen. Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge feiert heute sein 100-jähriges Bestehen. Zu den Aufgaben der Organisation gehört das Festlegen der Bemessungsgrundlage für die Sozialhilfe. In seiner Festrede forderte Bundespräsident Carstens von der Öffentlichkeit mehr private Initiativen im karitativen Bereich. Die Aufgaben sozialer Arbeit haben immer mehr umfasst als die Sicherung der bloß materiellen Lebensgrundlage. Das früher für Wohltätigkeit und Fürsorge gebräuchliche Wort Liebestätigkeit oder karitative Tätigkeit gilt manchen heute als nicht mehr zeitgemäß. Aber der Deutsche Verein würde heute nicht mehr bestehen, wenn er nicht vom Humanitätsideal getragen und von Ideen und Überzeugungen eines Pestalozzi, eines Wichern, eines Bodelschwing und eines Kettler inspiriert worden wäre. Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft würden verloren gehen, wenn wir erwarteten, dass der Staat, der Sozialstaat, alles regelt. Ohne Abstriche halten die Bonner Regierungsparteien an ihrem Steuerpaket fest, das den Bundesbürgern in den nächsten beiden Jahren Entlastungen von 17,5 Milliarden Mark bringen soll. In einem Koalitionsgespräch beim Bundeskanzler sind Zweifel von FDP-Politikern an der Finanzierbarkeit heute ausgeräumt worden. Bundesfinanzminister Matthöfer sagte zu, das Steuerpaket nicht über neue Schulden zu finanzieren. Wie aus der Kieler Kunsthalle Münzen von Millionenwert verschwinden konnten, darüber gab es heute neue Enthüllungen. Unter anderem wurde bekannt, dass die wertvollen Sammlungen vor mehr als 20 Jahren das letzte Mal überprüft wurden. Erst 300 von 5.400 Münzen sind wieder aufgetaucht. Immerhin, den Täter hat man schon. Ein ehemaliger Hausmeister soll gestanden haben. Der Raub der Sammlungen, sie haben einen Wert von mehreren Millionen Mark, war für ihn kein Kunststück. Denn die wertvollen Münzen und Medaillen lagerten in einfachen Holzkisten auf dem Dachboden der Kunsthalle. Der Täter schien den Wert auch nicht geahnt zu haben. Er hat angeblich nur 30.000 Mark von den Hehlern erhalten. Peinlich für die Kunsthallenleitung, der Dieb holte sich seine Beute schon vor mehr als 2 Jahren. Jetzt erst wurde der Diebstahl entdeckt. Vor einer Auktion in München fiel einem versierten Sammler das ungewöhnlich große Angebot brandenburgisch-preußischer Münzen auf. Und als dieser dann noch entdeckte, dass die Münzen für Numismatiker zumindest zu Schleuderpreisen angeboten wurden, alarmierte er die Polizei. Die Ermittlungen ergaben, dass diese Münzen aus der Kieler Sammlung stammen. Politische Pikanterie am Rande,
Teile der preußisch-brandenburgischen Kollektion sollten als Tauschobjekte an die DDR gegeben werden. Und eben jene sind verschwunden. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 24. April. Meist stark bewölkt und im Osten Regen oder Schneefall. Später auch in der Westhälfte von Nordwesten her aufkommende zeitweilige Niederschläge. Tiefstemperaturen um 2, örtlich bis minus 2 Grad. Höchsttemperaturen 8 bis 12 Grad. Im Osten 3 bis 8 Grad. Schwacher bis mäßiger, zeitweise böig, auffrischender Wind um Nord. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. So, meine Damen und Herren, ich glaube, ich bin wieder auf Sendung. Ich will mal ganz schnell rübergeben in den Ehrengastbereich zu meinem Kollegen Jörg von Torra, der, glaube ich, Jupp Derwall hat. Und vielleicht eine Minute, 1.30 von Jupp Derwall zu diesem Spiel. Ja, bei uns ist der Bundestrainer Jupp Derwall zum ersten Mal in Hamburg seit innerhalb Ihrer Amtszeit, Herr Derwall. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin schon zum vierten Mal hier. Dann ist es offensichtlich bisher noch nicht aufgefallen. Ja. Wie ist bisher Ihr Kommentar zu diesem Spiel? 4:1 im Augenblick ist der HSV im Finale. Ja, eine großartige Leistung des HSV, muss ich sagen. Wer hätte schon geglaubt, dass man bei Halbzeit so weit vorne liegen würde? Mit dem letzten Tor stehen wir also schon mit beiden Füßen im Finale drin. Aber man sollte vorsichtig sein mit dieser Prognose. Denn Real Madrid ist schon eine Mannschaft der europäischen Spitzenklasse. Hatten Sie nach dem Gegentor der Spanier noch erwartet, dass der HSV sich so schnell wieder fangen würde? Naja, hoffen tut man das ja immer. Und ich bin froh, dass man sich so schnell gefangen hat und wieder zu Toren gekommen ist. Wie ist jetzt Ihre Prognose für das Ende des Spiels? Sie sind wahrscheinlich doch optimistisch nach dem, was Sie bisher hier gesehen haben. Naja, gegen diese Leute, muss man in Atem halten, die muss man unter Dampf halten, komm, sonst kann man sie nicht schlagen. Wenn man sie spielen lässt, sind sie überlegen. Und dazu darf man sie nicht kommen lassen. Herr Derwall, haben Sie herzlichen Dank. Ich glaube, die Spieler betreten wieder das Feld. Ich gebe zu Fritz Klein. Ja, ich bedanke mich. Ich habe eben dazwischen geredet, bitte um Entschuldigung. Die Spieler haben wieder das Feld betreten. Wir werden sehen, ob es eine Änderung gab. Man formiert sich. Und man ist gespannt auf die zweiten 45 Minuten. Viel Prominenz auf den Tribünen bei den 61.000, die hier sind. Die Bonner politische Prominenz hat sich natürlich mit dem Olympia-Boykott beschäftigt. Ist nicht hier, aber Hamburgs Bürgermeister und auch der Oppositionsführer Jürgen Echternach. Und wie gesagt, viel Prominenz vom Showgeschäft und vom Sport schlechthin. 45 Minuten, meine Damen und Herren. Spannung bei Ihnen zu Hause. Hoffen wir, dass es ähnlich gut abläuft wie in den ersten 45 Minuten. Im Moment kann ich keine Änderung feststellen. Madrid muss kommen, muss öffnen, muss versuchen jetzt anzugreifen und greift an. Und Rudi Cargus mit der langen Hand. Ich sagte ja, auf der Linie ist er der Beste. Da ist er kaum zu bezwingen. Raus aus der Deckung. Angreifen. Selbst das Spiel machen. Moralische Unterstützung für den Hamburger Torhüter. Camacho, Rubisch wird gehindert von der Nummer 5 von Benito. Und das müsste eigentlich einen Freistoß geben. Eckstoß. Magath kommt heraus. Von dieser Seite tritt er die Eckstöße. Von der anderen Reimer. Angriff auf den Torwart im 5-Meter-Raum von Memmering. Freistoß für Real Madrid.
Tja, kann der HSV sich noch einmal 45 Minuten lang konzentrieren? Kann er noch einmal dieses Tempo bringen? Er muss sich jetzt sicherlich auf einen anderen Gegner einstellen. Ein Gegner, der kommt, der ebenfalls offensiv spielen wird. Und ich sagte ja schon in meiner Einleitung, Real liegt natürlich das offensive Spiel. Das haben sie ja zu Hause bewiesen und das beweisen sie ständig in der Meisterschaft. Aber wer 2-0 führt, der muss wohl so spielen, wie Real hier zu Beginn angetreten ist. Jetzt wird es also eine offene Feldschlacht. Freistoß. Eine Aufgabe für Piri. Libero, der Mann mit der Nummer 4, der auch schon zur Stelle ist. Magath, aber die Nummer 6, Del Bosque, hat glaube ich schon eine gelbe Karte bekommen. Meine Kollegen im Innenraum haben das auch nicht so mitbekommen. Reimann. Memmering. Grube steht und es gibt einen Freistoß. Kevin Keegan und Magath, Schiedsrichter Nicolotti aus Italien, dirigiert noch einmal die Mauer. Keegan. Oh! Genauso gut reagiert wie vorher Cargos, der Torwart, der Spanier Miguel Angel. Schauen Sie noch einmal zu. Gut gemacht. Jakobs macht ein sehr, sehr gutes Spiel. Stielige hat noch nichts gezeigt, noch nichts gebracht. Das war festgehalten, aber damit muss sich ein Mittelstürmer abfinden. Cunningham gegen Kals. Und Bulja. Stielicke. Garcia. Gegenspieler von Keegan. War gefoult worden, aber der Schiedsrichter ließ Vorteil gelten. Keegan gegen Garcia. Und das war das Revanche-Foul. So, mal sehen, ob es den gleichen Trick gibt wie eben. Tja, man wollte den gleichen Trick versuchen, aber ich glaube, jetzt übernimmt Magath das Kommando und wird direkt aufschießen. Bestimmt, was gemacht wird, oder was? Cunningham
englische Nationalspieler. Genau wie auf der anderen Seite beim HSV, ja, Keegan. Beide spielen übrigens in Rom bei der Europameisterschaft zusammen. Piri war das. Und Santillana gegen Kals. Piri löst sich aus der Deckung. Bestimmt jetzt das Kommando von Real Madrid. Von hinten heraus baut das. Und Abseitsposition von Juanito. Gedrückt, aufgestützt von Willi Reimann an Camacho und es gibt einen Freistoß. Der Schiedsrichter gefällt mir gut. Nicht, weil er dieses pfiff, sondern weil er sehr objektiv ist, viel durchgehen lässt, aber genau erkennt, ob es böses Foul war, absichtliches Foulspiel. Oder nur harter Einsatz, harter Zweikampf. Allerdings der erste Strafstoß, und das will ich nochmal sagen, war sicherlich nicht richtig. Das war für meine Begriffe sein einziger Fehler in diesem Spiel. Mag sein, dass er spielentscheidend war. Keegan übernimmt den Ball. Muss warten, keiner lief mit. Rubis in die Mitte. Garcia hat ihn gestoppt, aber Keegan ist schneller. Das war ein Haken zu viel. Aber sein Einsatz lobenswert. Abseits. Das darf eigentlich jetzt nicht passieren. Man muss den Ball unter Kontrolle behalten in den eigenen Reihen. Nicht planlos spielen, dann die Gegner in Ballbesitz bringen. Magath, Vorteil? Nein. Das war das. Es gibt Freistoß für Real Madrid. Kals sollte weiterlaufen. Magath. Bonito kommt heraus. Piri kommt heraus.
Möglichkeit für Magath. Er hatte so viel Zeit. Er ist selbst am meisten enttäuscht über diese Leistung, über diesen Abschluss. Ja, ein Tor müsste der HSV noch schießen, um mehr Sicherheit zu bekommen. Denn wenn jetzt Real ein Treffer erzielt, dann ist Real wieder im Endspiel. Der HSV muss mit 3 Toren Unterschied gewinnen, um am 28. Mai in Madrid das Finale zu erreichen. Und Real kommt, greift an und der HSV muss sich erstmal auf diese neue Situation einstellen, habe ich das Gefühl. Nehmering, Cunningham kommt. Stielicke. Garcia. Stielicke gegen Keegan. Eine solche Wucht wie in der ersten Halbzeit, das kann man vielleicht nicht verlangen, ein solches Tempo zu gehen, aber man sollte konzentriert weiterspielen. Piri, sehen Sie, wie er sich löst aus der Deckung, wie er jetzt das Spiel seiner Mannschaft bestimmt, aus der hintersten Position heraus. Er ist Anspielpunkt. Gut gemacht, Winkel verkürzt von Rudi Cargus. Aber wie kann es kommen, dass ein Mann so frei zum Schuss kommt? Gegen Camacho und Eckstoß. Nummer 6 und Willi Reimann läuft heraus. Eine Stunde ist gespielt. 4:1 für der HSV. Die Tore von Kals, Rubisch, Kals und Rubisch. Keine Leistung und ich glaube, es war kein Abseits. Er kam später aus der Mauer heraus. Hier sehen wir das noch einmal. Der Schiedsrichter hat auch keinen Abseits angezeigt, auch wenn Madrid reklamiert. Stielicke, Juanito, Juanito, er hat es richtiger gesehen, sein Linienrichter hatte für Real angezeigt, aber Schiedsrichter Nicolotti, heißt er ganz genau, aus Italien, stand unmittelbar dabei, hat für den HSV entschieden, auch das war richtig. Jakobs.
Magath im Rückraum. Foulspieler Nidien. Oh, das verträgt ja schon der Verteidiger. Ich glaube, er wird gleich wieder aufstehen, auch wenn jetzt die Betreuer gerufen werden. Sie sehen es am Gesicht von Magath, die Anstrengung, und hier die Bank von Real Madrid. Boskov, der jugoslawische Trainer, ganz links im Bild. Und Nidien ist wieder dabei. Weit zurückhängend, der Mittelstürmer Santillana holt sich den Ball selbst. Juanito. Abseits. Es wird Auswechseln angezeigt. Aber ich sehe überhaupt keinen. Das Spiel geht weiter. Magath muss sich früher vom Ball trennen. Garcia, der jetzt nicht mehr nur die Deckungsaufgabe von Keegan übernommen hat, sondern mitspielt. Juanito jetzt wieder auf der linken Seite. Und Piri, der darf nicht schießen aus dieser Distanz. Er hat einen Riesenschuss. Er war früher auch mal Stürmer. Cunningham. Jakobs und Kaltz. Rubisch gibt das Handzeichen, aber eine schlechte Flanke. Nicht gut getimt, das kann er besser. 20 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt, noch 25 Minuten muss der HSV durchhalten. 4:1 führt er. Einem Fuß ist er im Finale. Kann er das durchhalten? Hat er die Moral? Hat er die Kraft vor allen Dingen? Fragen, die die Spieler nur selbst beantworten können. Juanito gegen Magath. Freistoß gibt es, zu Recht. Del Bosque. Angel gegen Bullian. Cargo schneller als Juanito. Jakobs, jetzt schon wieder zu eng, hätte er eher flanken müssen.
Das ist schon toll, was dieser Engländer alles haben mit dem Ball. Auf kurzem Raum, ganz eng geführt, den Ball an den Gegner vorbei. Del Bosque. Piri, weit aufgerückt. Angriffe des HSV werden jetzt abgefangen, schon an der Mittellinie. Oder sogar schon davor in der eigenen Hälfte der Hamburger. Santillana. Muss aus der Deckung herauskommen. Dem Gegner nicht die Möglichkeit zum Schuss geben lassen. Rubisch. Magath. Ja, das sind auch schon Konditionsschwächen. Lädt sehr häufig jetzt den Ball. Rubisch. Festgehalten. Hat sich zwar noch durchgesetzt, aber es kam nur noch ein Schüsschen zustande. Und da ist der Schlussmann von Madrid, Miguel Angel, eben doch stark genug zu halten. Gegenzug schon wieder Madrid im Strafraum. Foulspiel von Camacho. Haben sie nicht sehen können. Rubisch. Oh, diese schöne Leistung vorbei. Hier vorne liegt Keegan. Wurde von Camacho gefoult. Ich weiß nicht, ob wir diese Szene eingefangen haben. Hier haben wir sie wohl. Ja, übel gerempelt. Ich meine, das verträgt einen Fußballer, aber unfair ist es. In der Schiedsrichtersprache heißt es grobes Foul. Da stand er nicht richtig. Aber sowas muss man halt verwerten. Ich weiß nicht, was los ist. Unten habe ich einen Kollegen, Manfred Scharfe, der vielleicht mehr sagen kann. Was ist passiert? Ist Keegan schwer verletzt? Ja, Keegan wurde gerempelt. Er wurde von seinem spanischen Gegenspieler Bös auflaufen lassen und scheint eine Rippenprellung davongetragen zu haben. Wie Sie sicherlich sehen werden, Arzt und Masseur bemühen sich um ihn. Es wird Eis geholt, er scheint eine Rippenprellung davongetragen zu haben, aber es sieht ganz so aus, als würde er weiterspielen können, denn auf der Bank, die ich hier vor mir sehe, das HSV, macht sich kein Spieler bereit. Trotz der Anweisung von Trainer Brando Sebitz, Keegan steht auf. Es geht also weiter und ich gebe wieder weiter an Fritz Klein. Ja, vielen Dank für diese Information. Und der kleine Engländer ist ja eisenhart. Verträgt schon mal einen Stoß. Stielige. Es gibt einen Freistoß drüben. Gideon hat sich zu hart eingesetzt gegen Angel, den wir hier vorne im Bild sehen, und mal sehen, was daraus wird. Auf den zweiten Pfosten, gut gemacht von Rudi Carus. Der Piri, das ist schon ein toller Fußballer. 35 Jahre alt. Cunningham. Rubisch. Und immer wieder Piri. Erstaunlich, wo dieser Spieler die Kraft hernimmt, aber er lebt halt entsprechend nur für den Sport. Und da ist der beste Beweis, dass man auch im hohen Alter noch zu so einer Leistung fähig ist. Erinnerungen an Fritz Walter werden wach, der ja auch noch in hohem Alter
hervorragende Spiele machte und selbst noch Nationalspieler war. Das ist Pirri nicht mehr. Er hat in Argentinien aufgehört. 66 in England begann seine Laufbahn. Memmering. Reimann abseits gepfiffen. Ja. Ich meine auch, das war richtig. Aus meiner Position habe ich das ähnlich gesehen. Er stand mindestens einen Meter im Abseits. Pirri, den muss man eher im Mittelfeld angreifen, damit er das Spiel nicht machen kann. Da muss irgendetwas aus der Deckung herauskommen oder von der Bank eine Anweisung erfolgen, wer diesen Mann übernehmen soll. Weiter geht das Spiel, Rubisch, Jakobs, aber drei Gegenspieler, das ist zu viel. Dennoch bleibt er im Ballbesitz. Reimann. Kalt. Ja, was soll er machen? Jakobs und schießen. Richtig. Juanito. Und Cunningham. Blitzschnell. Ich möchte beinahe wetten, dass der unter 11 Sekunden läuft, der Cunningham. Die 100 Meter. Stielicke. Das sind noch bittere Minuten, die der HSV zu überstehen hat. Das ist noch nicht gewonnen. So ist er noch nicht in Madrid. Real hat sich noch nicht aufgegeben. Cunningham. Und Pirri. Keegan. Reimann startet, bekommt aber nicht den Ball. Schon wieder war das ein Angriff mit dem Ellbogen vom gleichen Spieler auf Keegan. Und auch das könnte man als gefährliches Spiel bezeichnen. Angel, Cunningham. Ah, da macht ja ein Riesenspiel der Jakobser. Noch 15 Minuten. Kals gegen Santillano und schauen Sie, wie er ihn festhält. Und es muss einen Scharfschuss geben. Jetzt kriegt Kals auch noch, weil er reklamierte, die gelbe Karte. Vielleicht Zeit für die Zeitlupe, uns das nochmal vorzuspielen oder nicht. Hier, Dankeschön, da kommt sie. Kals gegen Santillano, hier versucht er ihn festzuhalten. Jetzt geht Kals in den Strafraum herein und da wird er ganz klar zu Fall gebracht und das ist für mich ein hundertprozentiger Strafstoß. Der erste war es nicht, aber dies hier. Weiter geht das Spiel. Pirri. Ja, ich glaube, die Kraft beim HSV lässt noch. Das Spiel ist nicht mehr so spritzig. Nicht mehr so überlegt. Das ist aber keine Kritik. Das ist eine logische Folgerung vom hohen Tempo. Von der Angriffswucht der ersten 45 Minuten, der ersten 60 Minuten. Santillana.
Keegan sollte nicht reklamieren, er hat schon eine gelbe Karte. Wenn er eine zweite bekommt und der HSV sollte ins Endspiel kommen, dann darf er nicht mitspielen. Dann ist er automatisch gesperrt. Wieder ein Foul von Camacho an Reimann. Jetzt wird's hart. Bei Real geht es nicht nur um die Ehre, sondern auch um 15.000 Mark, wenn sie weiterkommen. Und am HSV um 13.000 Mark, also natürlich auch nicht nur um die Ehre. Aber ein sportlich lohnendes Ziel ist es natürlich immer. Ja, wenn Keegan die zweite gelbe Karte kriegt, kriegt er natürlich rot, das ist logisch. Kann er sowieso nicht mitmachen und heute fliegt er dann auch noch raus. Benito war das. Und die 61.000 im Stadion merken, dass der HSV die Unterstützung braucht. Sie merken, dass die Kraft nachlässt. Sie feuern ihre Mannschaft an. Noch 11 Minuten. Juanito. Achtung, Cunningham kommt. Eckstoß, Nummer 7. Puh, ist das aufregend, ist das spannend. Da bekommt man feuchte Hände. Abseits. Schon einmal war der HSV mit einem Fuß im Finale. Das war hier auf diesem Platz 1961, als er gegen Barcelona nach einer 1:0 Hinspielniederlage 2:0 führte. Aber dann in der letzten Minute noch einen Gegentreffer hinnehmen musste. Damals gab es noch nicht die Regel, dass bei Punktgleichheit und Torgleichheit auswärts erzielte Tore doppelt zählen. Es gab ein Entscheidungsspiel in Brüssel, das der HSV dann verlor. Nein, kein Abseits. Keegan hat die große Chance. Schützt er sie. Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Oh, Kevin. Tja, 50 cm waren es wohl. Von hier sah das so nach 2 aus. Magath. Wieder weiter. Aber er hat nicht mehr die Kraft. Noch 9 Minuten. Garcia, Stielicke, Angel, Pirri, alles in der Hälfte, mit Ausnahme von Benito und dem Torhüter vom HSV jetzt. Pirri, Keegan, Stielicke. Hidien kämpft. Del Bosque.
noch 8 Minuten. Hidien startet, Kiegen startet. Rubel steht frei, aber er kommt da nicht zu und es wird einen Freistoß geben. 18 Meter vom Tor entfernt. Reimann sollte nicht protestieren, ruhig bleiben, Nerven behalten, die Kraft benutzen für die letzten 7,5 Minuten. Zu spät gestartet. Ein guter Schuss von Memmering war das. Das hier. Juanito. Foulspiel von Kiegen und er bekommt dann auch einen Schlag dafür und das muss eigentlich welche Karte geben? Eine rote. Entschuldigt sich, meine, in dieser Hektik, in dieser Dramatik von Del Bosque noch eine faire Haltung, wenn es auch vorher ein übles, ein grobes Foul war. Hier haben wir es. Reimann aufpassen. Sechs Minuten noch. Jakob Zimmerndorf. Memmering. Ist richtig. Kaltz hat den Ball zuletzt berührt. Foulspiel von Reimann an Juanito, Freistoß für Real Madrid. 5 Minuten vor dem Ende. Da schindet er noch ein paar Meter. Ja, durch die nachlassende Kraft wird auch die Reaktion langsamer. Und schlechter. Der HSV muss sich jetzt zusammenreißen. Er muss noch einmal alles bringen, wenn er das Ziel erreichen will. Nach meiner Uhr noch 4 Minuten. Piri greift an. Ein Sturmlauf von Real Madrid. Nugli zum zweiten Mal mit dem Kopf. Hidien. Hier haben wir den Sünder. Del Bosque, der sich für Sekunden vergaß. Noch 3 Minuten. Und Kaltz. Puh, das wären sicherlich die aufregendsten 150 Sekunden für viele sein, hier im Stadion.
Und auch der Reporter kann sich von einer gewissen Nervosität nicht freisprechen. Wiederholung des Abschlags oder was gibt es? Es gibt noch einmal eine Auswechslung. Juanito geht heraus und Roberto Martinez kommt herein. Das macht Madrid eigentlich immer. Immer dann, wenn es gilt, etwas noch zu erreichen, etwas zu erzielen. Er kam auch in Madrid herein. Er ist auch schon 34 Jahre, ein ehemals gefürchteter, gefährlicher Stürmer, aber auch heute noch ein Kopfball-Experte. Zu weit. 2 Minuten noch 120 Sekunden. Da haben wir ihn am Ball, Roberto Martinez. Foulspiel von Jakobs, es gibt einen Freistoß. Und Stielicke geht heraus, wird ihn sicherlich hoch hereinbringen. Da ist jetzt der lange Kerl Martinez in der Mitte. Kalt steht bei ihm. Wer kommt heran? Raus aus der Abwehr. Camacho. Das sind böse Sekunden. Aber der HSV greift an mit Magath. Geht quer über den Platz, das bringt Sekunden. Die letzte Minute läuft. Nogli sollte nicht zurückspielen. Martinez. Jakobs. Rubisch hat freie Bahn. Was wird er machen? Möglichkeit. Tor! Das Spiel ist entschieden. In der letzten Minute schießt Kasper Memmering das 5:1. Hier noch einmal die Wiederholung. Rubisch. Madrid hatte die Abwehr natürlich gelockert, geöffnet. HSV hatte den Raum, hatte den Platz. 5:1. Und damit, meine Damen und Herren, ist alles entschieden. Die Spannung ist genommen. Überglücklich. Die Zuschauer, die ihre Sitzkissen nicht vor Ärger, sondern vor Freude auf den Rasen werfen. Nach meiner Uhr ist das Spiel vorbei. Hier ist der Schlusspfiff des italienischen Unparteiischen. 5:1 gewinnt der Hamburger Sportverein das Rückspiel gegen Real Madrid. Gratulation, Anerkennung für diese tolle, für diese gute Leistung. Und meine Damen und Herren, wir sehen den HSV wieder im Finale am 28. Mai im Bernabeu-Stadion von Madrid. Und wer der Gegner sein wird, das werden Sie gleich erfahren, denn wir übertragen Ihnen auch das Ergänzungsspiel Ajax Amsterdam gegen Nottingham Forest in einer Aufzeichnung. Mit diesen Bildern des Jubels, der Freude, zurück ins Studio nach Köln.